Ach so, ja dann viel Erfolg beim Lernen. Na, die Monty guckt halt nur mit einem halben Auge zu, aber ich denke, wenn sie es hört, dann muss es ja laufen. Na, das war so klar. Eine Niete. Na gut, wo bist du? Da bist du. Zack, hab ich dich. Halt, warte. Ich nehme einfach den Weg. Ha. Danach nehme ich einfach den Weg. Na gut. Jo. Okay, dann gehe ich einfach geradeaus. Danach, da lang. Noch ein Weg. Das ist so fies. Natürlich krieg ich einen auf die Nase. Schnell, beeil dich, Luigi. Ich muss jetzt noch eine ganze Strecke geradeaus latschen. Dann hier abbiegen. Dann wahrscheinlich wieder geradeaus. So, und jetzt muss ich raten. Je weiter Luigi runterrutschen muss. Oh, das gibt Bauchschmerzen. Oder Bauchmuskeln. Eins von beiden. Nein? Hab ich dich. Dann. Bin ich froh, dass die Fackeln hier an sind. Jetzt nehme ich einfach mal wieder die Mitte. Okay, ich lag richtig. Oh, zwei Dinger noch, ey. Komm, ich nehme die Mitte. Oh Mann, ey. Ich rutsche die ganzen Dinger runter. Alter Spalter. Und nochmal geschmeidig nach oben gehen. So. So, geschafft. So, ich muss mehrere Male. Na dann. Ich glaube, das riecht jetzt nach Bosskampf.
noch weiter nach oben. Oh my. Baumkrone. Okay. What the fuck is this? Holy shit! Wie soll ich denn das Ding besiegen? Ah. Und das war der erste. Eine fleischfressende Treppe. Die brüllen kann. Nice. Oh. Die schießen kann. Holy Macaroni. Ich hab Angst vor dieser Treppe. Wieder ein Häutchen abgezogen. Diese Treppe. Aber der Bossgegner ist eigentlich easy peasy. Jetzt bist du fällig. Hab ich dich. What the fuck? Da ist der Mondsplitter. Jawohl. Der zweite Splitter. Ne, insgesamt ist es schon der dritte Splitter. Oh. Telefon. Oh. Hello. Luigi, alles in Ordnung. Noch ein Meistergeist. Damit hätten wir nun wirklich niemand gerechnet. Nein. Aber du hast es geschafft und das Finstermondstück erbeutet. Toll gemacht. Die Aussicht von dort oben ist sicher phänomenal. Aber leider gibt es noch zu tun. Ich hol dich zurück. Halt deinen Schnurrbart fest. Okay. Halt meinen Bart auch fest. Oh nein. Sehr gut. Jawoll. Rang 3. Geil. 3 Sterne. Wahnsinn. Oh my.
Willkommen zurück, Luigi. Entschuldige, wenn es hier nach frischem Popcorn riecht. Ich konnte nicht widerstehen. Dein Duell mit dem Meistergeist war so spannend, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Danke. Dann bitten wir unseren Gast mal fürs Erste ins Gehege, wo er keinen Schaden richten kann. Dann rein mit dir. Na gut. Bisschen wenig Knete gefunden, aber hey. Läuft. Beide Finstermundstücke wurden also von Meistergeistern bewacht. Sehr aufschlussreich. Damit haben wir zum zweiten Mal einen Meistergeist mit einem Finstermondstück getroffen. Nein, das war kein Zufall. Aber machen wir dein famoses Fundstück doch erstmal ein wenig sauber, ja? Diese Jukebox. Ich denke immer, er will gleich an den Rädchen drehen, dann. Aber naja. Ah, wie es funkelt. Toll. Yay, neues Level. Lass es kein Friedhof sein. Aha, hast du das auch gespürt? Lass mich schnell nachschauen, ob meine Theorie stimmt. Jawohl, Luigi, der Nebel hat sich ein weiteres Stück verzogen. Eine große Uhr. Eieiei, der Big Ben. Ich kann dich nun zu einem neuen Gebäude telefoxeln. Sicher voller furchterregender Gespenster, die ich genau brauchen kann. Ich bin ja so gespannt. Erstmal geschafft. Boah, mit 3 Sternen. Ich bin so stolz auf mich. Ingenieurhof. Ah, cool. Zeit zum Einsatz, komm. Den schaffen wir noch und dann haben wir wahrscheinlich 9 Uhr voll. Siehst du das, Luigi? In diesem Ingenieurhof finden wir das nächste Finstermondstück. Als die Anlage noch in Betrieb war, stellte man dort erlesenste Uhren aller Art her. Aber nun, da sie seit Jahren leer steht, nun, ähnelt sie eher einem Geisterspielplatz. Es überrascht mich gar nicht, dass sich dort laut Paraskop ein Finstermondstück versteckt. Und mit ein wenig Feinarbeit könnte ich sein Versteck sogar ganz genau festlegen. Es ist ganz oben im Uhrenturm. Wer hätte das gedacht? Siehst du dieses mächtige Tor? Das ist das Uhrturmtor. Boah. Es ist der einzige Zugang zum Uhrturm. Hier, ich markiere dir den Raum schnell auf der Karte. Na, guck mal auf die Karte. Ah ja. Diesmal wissen wir, wo der Finstermundstück ist. Beste Bedingung, mein Freund. Kein kopfloser Stöber mehr. Absolute Erfolgsgarantie. Nichts kann schiefgehen. Das sagen sie alle. Und dann ist sprichwörtlich die Kacke am Dampfen. Bam. Gesundheit. Kein bisschen unheimlich. Hat schon Atmosphäre, diese Uhr. So. Erstmal schnapp ich mir die 2 Barren hier. So, hier oben. Okay, da oben ist auf jeden Fall der Wächtergeist. Und er hat das Stück.
How much time is it? Ah. Ich glaube, ich bin schon wieder zu weit. Perfekt. Was ist das denn? Gott, ich glaube, es explodiert. Oh mein Gott. Okay, hier kann ich nicht reingucken, vielleicht da. Was erwartet mich hier drin? What the fuck? Er will die Melone haben. Wenn das eine Melone ist. Oh, er kommt nicht dran. Ah, that was easy. Ich mag die Probe. Ich habe nur keine Ahnung, was ich mit den Dingern hier machen soll. Okay, hier komme ich noch nicht so wirklich weiter. Dann gehen wir wieder abwärts. Achso. Geht pusten? Oh Gott. Na, dann gucken wir mal weiter. Ich habe ja hier noch eine Tür. Okay, hier komme ich wahrscheinlich noch nicht weiter. Na, dann gehen wir erstmal weiter. Ah. Hey. Oh. Yellow. Telefon. Hello.
Hier geht's nach unten in die Stollen. Oder auch nicht. Mich würde ja schon interessieren, was dort unten so schlummert. Doch fürs Erste hat der Uhrturm für uns Vorrang. In Ordnung? Ja, wenn ich jetzt hier weiterkommen würde. Na gut, gehen wir wieder zurück. Ich komme hier nicht weiter. Ich habe auch keine Ahnung, was dieser Knopf kann. Aber hier komme ich noch nicht weiter. Belastend alles. Dann habe ich auch hier immer noch keinen blassen Schimmer, was diese blöden Uhren können. Ach, ich kann die... Oh nein! Kombuta sagt 011 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1. Du mich auch. Hab ich dich. Na, würde ich mal sagen, defeat it now. Boo. Jetzt schön die Münzen aufsammeln. Na gut, machen wir mal den nächsten. Das war jetzt wirklich Zufall, dass da jetzt ausgerechnet ein Boo rauskam. Yay, Geld! Na, was haben wir hier drin? Yay, ein Kristall! Yes, den ersten im Level. Zauber. Dann gucken wir mal weiter. Noch einer. Und Geld, yay! Bromat, guten Abend und herzlich willkommen. So, was haben wir denn hier noch? Ah, guck mal, ich habe hier noch den Golden. Da muss ein Schlüssel drin sein, sonst komme ich keinen Schritt weiter. Und zup, jawohl! Hallo! Sauber! Ah, es leckt immer noch vereinzelt. Das tut mir leid. Was? Bin ich offline? Nein. Oder? Ah, okay, bin da. Es stoppt immer wieder mal. Alles gut, mich stört es nicht. Ja, mich stört es aber wie Hulle. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Ich habe ein Programm mal abgeschaltet. Vielleicht läuft es dann besser. Aber wir machen erstmal weiter. Wie gesagt, ihr könnt euch das ja die nächsten Tage auch alles auf YouTube nochmal nachholen. Ruckelfrei, hoffe ich. Aber ich merke gerade, dass bei mir das Bild stehen geblieben ist. Moment. Gerade alle stehen geblieben. Hä, was ist denn jetzt los?
Ah, das läuft wieder. Die Karte kriege ich bestimmt auch wieder ans Laufen. Ah. Yes! Okay, weiter geht's. Okay, ich habe Schiss, dieses Ding anzumachen. Ich glaube, ich mach's jetzt einfach mal. Und ja! Nee, aber wenn es so oft ruckelt, heißt das für mich nur, ich muss ein Kabel legen. Dann funktioniert das mit dem DLAN nicht gescheit. Ach nee. Oh je, ich sehe gerade, es läuft gar nicht mehr. Doch, jetzt läuft es wieder hervorragend. Hä? Diese App macht mich wahnsinnig. Wirklich wahnsinnig. Aber das wird definitiv an diesem blöden D-Link liegen hier in dem Raum. Der macht mir hier wirklich alles kaputt. Strippe ist eh besser. Ja, ja, das stimmt. Nee, da muss ich... Also da wird jetzt was geändert. Ich hab da schon heute Nachmittag mit meiner Freundin drüber geredet. Sie sagt so nur, Hauptsache ordentlich. Und ich so, ja, mach ich. Ich hab mir schon gedacht, dann nehme ich so einen eckigen Kabelkanal, den ich dann schön an den Rand packen kann. Wird bestimmt geil aussehen dann. Stopp, hier ist doch bestimmt wieder irgendwas. Ey, ihr blöden Sacknasen von Entwicklern. Da kommt auch so ein Smiley. Ihr seid doch kleine... Piep. Ja, aber ich sehe auch jetzt gerade im Panel, es läuft jetzt stabil. Vorher hatte ich immer so zack nach unten, jetzt sind sie weg. Ey, sag nicht, das war mein Antivirenprogramm. Okay, aber hier Hörner. So, erstmal aktiviere ich hier die ganzen Bomben. Ne, ich habe wieder Spitzenhauen. Okay. Also es war doch nicht das Wahre. Nein, ja gut, da oben komme ich nicht lang. Was ist denn hier hinter? Lass mal gucken. Oh Gott, das ist der Glockenturm. Nice. Aber hier ist noch nichts. Oh. Und hier fehlen die Zeiger. Genau, äh ist das richtige Wort. Oh, Telefon. Oh. Hello. Hello. Fabelhaft Luigi, du bist am Tor angekommen. Mhm. Ja, super. Aber was ist denn? Die Uhrzeiger? Von der Uhr? Sie sind verschwunden? So, so. Diese Geister sind wirklich mit allen Wässern gewaschen. Das Uhrturmtor kann ohne die Uhrzeiger nämlich nicht geöffnet werden. Hm. Ja, super. Mhm. Und die Geister haben dafür gesorgt, dass wir draußen bleiben. Ich bin begeistert, nicht nur du. Nun, eigentlich eher beschützt als begeistert. Ach, bestürzt. Oh Gott, Beefy. Solch wuchtige Uhrzeiger können allerdings nur ein starker Geist entfernen. Ich suche schnell die Umgebung nach Signalen paranormaler Art ab. Etwas Geduld bitte. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas finde. Okay, also es ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Oh. What the fuck?
kann ihn nicht blitzdings bumsen. Au, au, au. Nein, nicht lustig. Oh Gott, da kommt noch so ein Sturm. Nein. Ja, das Problem ist, die Idee mit der Fußleiste ist auch gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist nur, die Wand, wo ich es gerne verlegen würde, da sind leider insgesamt 2 Türen. Ich müsste die dann drumherum legen. Das finde ich dann nicht mehr so geil. Deswegen würde ich sie lieber oben an der Decke packen. Na, mit so einem abgerundeten Kabelkanal, am besten dann so, weil die Decke noch nicht gestrichen ist, das ist der Vorteil. Kabelkanal dran, an der anderen Wand auch noch dran und dann den Rest schön weiß streichen, dann denkt man, der Raum ist so. Na, und ich glaube, das würde cool aussehen. Sonst, klar, Fußleiste ist auch eine Idee. Wie gesagt, das Problem ist nur, da sind 2 Türen im Weg. Ist halt ein bisschen doof. So, weiter geht's im Programm. Außerdem muss man auch sagen, der Vormieter hat die Fußleisten nicht irgendwie geklebt oder geklippt, der hat sie dran geschraubt. Also es sieht nicht aus, leider. Aber ich glaube, er hatte dann auch irgendwann die Nase voll. Da gesehen hat, die Clips sind die ganze Zeit abgebrochen. Aber naja. Hurra, ich glaube, ich habe unsere Zeigerdiebe gefunden. Ich empfange ein starkes Signal von unter der Erde. Das müssen sie sein. Es scheint, als bräuchtest du einen besonderen Kompass, um dorthin zu gelangen. Einen Kompass? Das gute Stück sollte oben im Konstruktionsbüro sein. Schau auf deiner Karte. Ciao. Hinter der Deckenzierleiste. Ja, Deckenzierleiste? Ich habe keine abgehangene Decke. Also im Wohnzimmer habe ich eine abgehangene Decke, aber leider nicht im Flur. Eine Spinne? Jawohl, Wasser. Wobei. Oh, Wasser. Es ist Sand. Holy Macaroni. Ich glaube, das Level habe ich auf der Gamescom gespielt. Damals. Au, 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 au. Oh, das war so klar, dass hier mal ein zweiter Geist kommt. Vielleicht war das nicht so eine geile Idee, die Dinger zu aktivieren. Okay, ich hab den anderen auch noch gefangen. Nice. Was? Wo? Oh Gott. Jawoll. Schön, das nächste Räumchen. Ja. Gott sei Dank habe ich es vorhin noch gesehen. So, dann weiter geht's. Thank you.
Teil der Brücke ist auch wieder da. Aber knackt ein bisschen. Naja. Ich wollte schon zur Seite gehen, weil ich nicht wusste, was kommt. Hab ich dich. Ah, Knochen. Super. Ich wusste, dass hier noch ein Gang ist. Ach. Sorry, Apfelnase, dass du jetzt motiviert bist, ein Gamecube-Besitzer zu sein. Wobei, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du einen hast. Wobei, ich empfehle dir, guck nach einer Wii. Du kannst mit dem Wii und den Komponentenkabeln ein richtig schönes Signal auf dem Bildschirm zaubern. Und die Wii ist abwärtskompatibel zu Gamecube-Spielen. Oh, alle drei. Hab ich mir euch. Yes. Also ich mag den Gamecube, das Problem ist nur, es funktioniert kein Komponentenkabel oder so. Deswegen empfehle ich dir da eher eine Wii. Ach, du hast eine Wii. Ah, okay. Ach, du hast das Spiel nicht. Du hast Luigi's Mansion 1 nicht. Oh, das solltest du dir aber organisieren. Noch. Noch ist es einigermaßen günstig zu kriegen. Ne, es war mal für echt einen schmalen Taler. Ich weiß ja gar nicht, wie jetzt die Preise sind. Na, na, na. Was haben wir denn da? Oh, das ist ganz klar der Kompass, den wir suchen. Mhm. Den will ich mir gleich näher anschauen. Fertig zum Abflug? Jawohl. Konfetti! Yay! Ah, okay. NES... Super Nintendo, Xbox und der Gamecube steht bei Apfelnase im Haus. Das ist cool. Hast immer noch kein N64 gefunden für einen schmalen Taler? Ich bin dran, will das Spiel haben. Okay. Aber Luigi's Mansion 1 hat nicht den Umfang wie jetzt Teil 2. Also Teil 2 ist immens. Aber Teil 1 ist immer noch ein geiler Titel, den man ja, so ein Abend so für, ja, wenn man gut ist, innerhalb von 7 Stunden gut durchspielt. Ich empfehle dir das Spiel ohne Memory Card zu spielen. Da ist es viel intensiver. Das ging ja flott, Luigi. Willkommen zurück. Schade, schade. Ich dachte nicht, dass uns das Finstermundstück so viel Ärger bescheren würde. Diese freche Phantome haben wirklich nur Flausen im Kopf. Na, wo wir schon beim Thema sind, lass uns doch schnell Schreck weg 0915 entleeren. Ja, machen wir. Angedoppt und reingeschmissen, den Scheißgeister. N64 kommt. Ah, cool. Sonst hätte ich noch einen hier. Hab ihn jetzt mal getestet und er funktioniert.
Ich wollte dich eigentlich mal per Twitter mal wieder anschreiben, falls du noch einen suchst. Hallo Mr. Blubbles Time. Herzlich willkommen. Gut, dann zeig mir doch mal den Fashion-Spezialkompass. Ach du rostiger Rasselkette. Das ist ja erstaunlich. Schreib mich an, okay. Ich werde wohl eine Weile brauchen, bis ich diese schönen Stück untersucht habe. Schau doch in der Zwischenzeit mal unter den Giddle-Speicher vorbei oder so. Giddle-Speicher? Okay. Luigi unter Tage. Der Kompass ist der Schlüssel zu dem Gewölbe unter den Ingenieurshof. Wollen wir hoffen, dass die beiden Zeiger nicht allzu gut versteckt sind. So, jetzt bin ich am Überlegen. Mache ich noch eine Runde? Bis um halb? Oder mache ich Feierabend? Ich glaube, ich mache noch dieses Level. Das letzte Level des heutigen Abends. Luigi unter Tag. Es ist wunderbar, Luigi. Der Spezialkompass funktioniert. Und er weist auf einen völlig neuen Zugang hinab in den Untergrund. Ich habe die Stelle auf deiner Karte gekennzeichnet. Schau mal. Na, guck mal. Der eigentliche Zugang ist leider völlig zugerümpelt. Dort draußen auf dem Vorhof gibt es eine Luke. Okay. Und jetzt kommt der Clou. Der Spezialkompass ist der Schlüssel zu jener Luke. Aha. Spezieller geht es gar nicht, oder? Hier, nimm! Okay. Man hätte auch ein Schlüssel designen können. Aber naja. Lass uns nur noch kurz über die fehlenden Bauteile des Uhrturmtor sprechen. Gott, Himmel. Wir suchen beide Uhrzeiger. Den großen und den kleinen. Unsere gerissenen Geister haben beide Zeiger sicher weit unten in der Erde geschafft. Aber wenigstens weißt du, wo du hin musst. Immer schön abwärts. Viel Glück, Luigi. Und jetzt gefuchselblitzt. Weg mit dir. So, der gute Kollege sagte, hier ist eine Luke. Ach, ich sehe, wo die Luke ist. Oder ich sehe sie auch nicht. Ah, oh. Die Musik dazu, mega cool. Oh, sauber. Hello? Hello? Oh, wie frech. Und der nächste. Also wirklich hier weiterkommen tue ich nicht. Ah, ich sehe schon, wo der Hafer war. Das wäre zu einfach gewesen, aber ich denke mal. Ja, ja, die Tür öffnet sich. Aber reicht die Zeit? Nope, ich
Ich muss irgendwas draufstellen. Ich stelle mich gerade wieder richtig dumm an. Warte. Das kann funktionieren. Der kleine Stein wiegt so viel wie Luigi. Ja komm, ist klar. Egal, weiter geht's. Go, 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 go. Warum glaube ich, dass diese Tür falsch ist? Oder? Sie ist sowas von falsch. Ich will sie trotzdem aufmachen. Ja, es ist ein Geheimlevel. Schon ein bisschen zu leicht. Yes! Geschafft! Juhu! Indiana Jones ist ein Scheiß gegen Luigi. Hä? Ein Spiegel? Warum ein Spiegel? Boah, du Mistviech. Wo bist du?
Hab ich dich. Oh mein. Auf ins nächste Dörrchen. So, was haben wir denn hier? Ladehalle im Keller. Das war so klar, dass hier wieder so eine blöde Bombe ist. Genauso wie hier. Lass mich raten, hier müsste auch eine Bombe sein. Ja, oh. Die Augen. Wie geil ist das denn? Ich werde gleich bestimmt erschlagen, wenn ich das Ding aufmache. Oh Gott! Oh nein. Der legt hier Bomben hin. Tja, blöd ist nur, ich hab's gesehen. Verflucht, heißt du Luigi? Wie konntest du das nicht mit dem Ding bedauern? Yes. So. Guck mal, hier liegt sogar ein Schlüssel. Nein, nicht wieder in die Mumie rein. Ich will nicht. Aber ich komme an den Schlüssel nicht ran. Achso, ist kein Schlüssel, das sind Muttern. Okay. Ja, dann geht's wohl hier weiter. Sag ja, Indiana Jones ist ein Scheiß gegen Luigi. Oh! Telefon! Oh. Hello! Luigi, kannst du mich hören? Du knirrst tief unter der Erde. Siehst nur knirsten langen Tunnel auf deiner Karte. Der Knirsthof muss auf. Auf einer Knack-Ruine erbaut worden sein. Sei Rausch, richtig. Keine Knister, was dort unten auf dich wartet. Ich glaube, dort unten findest du die Uhrzeiger. Viel Knacks. Oh yeah, der Knochen. Noch ein paar Münzen. Nehme ich mit. Okay, witzig, dass der Tunnel nicht eingezeichnet worden ist. Lass mich raten, ich kann nicht mehr zurück. Doch, kann ich. Dann abwärts. Oh! Oh my! Oh my! Au! Autsch! Nichts drin. Okay, nächster Raum. Oh mein. Steinbruch. Ich muss zugeben, ich stelle mich heute Gott sei Dank nicht so blöd an. Wie die letzten Male. Okay, hier ist ein Boden. Ups. Ah!
Hab ich dich, du blöder Kibbelgeist. Keine Ahnung, was der gerade von mir gemacht hat. Er wird direkt eingesaugt. So, du bist fällig. Oh my. So, da war das Minen-Ding. Na gut, aber... Nee, komm, ist klar. Ein Boho. Der Oktobus schlängelt seine schlingerigen Arme nach dir. Komm in meine Tentakel, Luigi! Lass dich von meinen Saugnäpfen drücken! Wow. Ah, Hilfe! Ah, ich hab dich! Habe ich dich. Übrigens, ich finde in dem Teil die Boos zu jagen wesentlich angenehmer als in Luigi's Mansion 1. Das war nämlich echt eine Qual an einigen Szenen. So, was haben wir denn hier? Money, money, money! Die Tür ist weg. Da ist sie. Juhu! Es ist schon
little bit unheimlich. Erst recht, weil es hier verdammt dunkel ist. Aber ich sehe da schon ein Ding. Ich weiß ja, was man mit Spinnweben macht. Man verbrennt sie! Okay, that was not very effective. Ach, der ist hinter mir. Ah, ich hab ihn. Und los geht's. Im Dunkeln ist gut munkeln. Haha. Na gut, jetzt gehe ich mal die einzelnen Gänge hier rein. Was haben wir denn hier? Spinnen. Goldspinnen. Oh. Dann hole ich mir noch so einen brennenden Knödel hier. So, und zurück, Maschmasch. Super, Herzen. Aber ich brauche irgendwie noch mehr Power. Gut. Dann, let's go. Die Katakomben, hey. Sehr nice. Die Gruft. Oh, cool. Ein Goldstück. Wahrscheinlich hier tut Edge Amun drinne. Oder ein Glasschädel. Oh mein Gott. Oh. Ja, nee, ist klar. Wie geil ist das denn bitte? Oh nein. Ein Superhirn. Ja, hinterher. Das ist nicht witzig. Ha ha ha. Mumien sind mega geil. Oh yeah! Hello? Luigi, alles Rausch! Dieses
köpfige Geister. Er ist mit den Uhrenzeiger fortgeflogen. Wir müssen ihn knister. Ich hol dich knacks zurück zur Lagebesprechung. Ist es sinnig, mich hier wegzuteleportieren? Er tut es wirklich. Egal, Konfetti, ja. Dann holen wir uns wohl in 14 Tagen wohl den großen Zeiger zurück. Aber das war schon lustig als Indiana Luigi. 2 Sterne, wow, cool. Zurück, zurück. Auf geht's ins Labyrinth. Lagebesprechung. Und dann seht ihr, was dann nächste Woche passiert. Oder in 14 Tagen. 14 Tagen. Nächste Woche geht leider nicht. So, zurückgefoxelt. Alles klar. Hervorragende Arbeit, mein Bester. Mumienverkleidung? Ha! Diese Geister sind sich wirklich für keine Schalk zu schade. Schicken wir die kleinen Schlauberger mal runter ins Gehege, ja? Ah, ja, stimmt. Den habe ich auch noch gefangen. Ein Buhu. Und ein bisschen Geld. Reicht leider nicht für ein Upgrade, aber in der nächsten Runde vielleicht. Dieser ballonköpfige Poltergeist hat sich die Uhrzeiger geschnappt und... Ach, Uhrzeiger, das waren mehrere, oder nur den Uhrzeiger. Ich habe gar nicht drauf geachtet, schade. Äußerst ungünstig. Als er erschienen ist, hat das Paraskop Salto geschlagen. Er muss sehr mächtig sein. Andererseits können wir ihn dadurch aber auch leichter orten. Ich nehme den Ingenieurshof rasch unter die Lupe. Schau doch so lange mal im Git-Speicher vorbei. Eben hat einer der Geister einen Ausbruchversuch gewagt. Oh, das wird dann in 14 Tagen richtig spannend. Ausbruchversuch. Das heißt, der Git-Speicher ist flüchtig. Ladehallen-Poltergeist. Ein antiker Stubenspuk ist mit unseren Uhrenzeigern ausgebüxt. Zum Glück ist er so mächtig und gefährlich, dass wir ihn leicht lokalisieren können. Toll, oder? Ja, und mit dieser Bombensensation machen wir dann in 14 Tagen weiter. So, ich leg den 3DS jetzt mal beiseite. Oh, Mensch, war schön. Es ist schade, dass es leider immer noch zu ruckler kam, aber ich denke, ich werde das jetzt auch mal einfach in den Angriff nehmen, dass es hier mal ein bisschen besser läuft. Ne? Das heißt, am Wochenende wird schön Kabel geholt und Kabelkanal. Das wird eine Riesensauerei, aber es wird schon irgendwie. Ja, beziehungsweise, ja, ich sollte vorher meinen Vermieter fragen, ob ich das überhaupt darf. Aber ich denke schon. Sonst spachtel ich ihm die Löcher halt wieder zu. So, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ich konnte euch den Montagabend ein bisschen versüßen. Ne? Es war ein anstrengender Montag, wie jeder Montag eigentlich. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video, denn der nächste Livestream wäre dann wirklich erst in 14 Tagen. Ich habe zwar vor, das Wochenende auch wieder zu streamen, davor, also jetzt nicht das nächste, sondern darauf das nächste, aber ich mache es abhängig von der Tatsache, wie weit ich hier mit meinem Kabel verlegen bin. Da muss ich mal gucken, wie weit ich dann am Wochenende komme. Oder darauf das Wochenende komme. Egal, wir sehen uns spätestens in 14 Tagen oder für die Leute, die es nicht live mögen, auf YouTube sehen wir uns dann wahrscheinlich schon morgen. Wobei, wenn ich euch das jetzt erzähle, ist schon 14 Tage rum, dann kommt schon wieder was anderes. Also morgen kommt offiziell ein weiteres Video. So viel dazu. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut. Ich werde mich jetzt ins Bett begeben. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen. Entschuldigung der technischen Probleme, die ich leider immer noch habe. Und wir sehen uns dann demnächst. Haut rein und habt noch eine schöne Woche. Thank you.